Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, Part 88 von mir auf die 90. Eigentlich habe ich mir gerade so, also ich habe das irgendwie dreimal vorgesprochen, dass ich das mit so einer kleinen Führerstimme sage, weil es ja Part 88 ist. Aber nee, dafür, nee, da hatte ich nicht die Eier zu, muss ich echt sagen. Oh, The Rock Cave. Scheiße, Mann, ich habe keine Granaten. So, und ratet mal, wer jetzt kommt. Rackman! Na 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 na. Rackman! Und... er ist tot. Ich folge deiner Schweißspur bis nach Hause! Ja. Der hat ja lange durchgehalten. Das war ironisch gemeint. Das war nicht wahr. Und der hat ja voll gutes Zeug gedroppt. Gar nichts. Okay, dafür ist hier umso besseres Zeug drin. Gefällt mir. So. Und das war, glaube ich, auch noch ein Easter Egg. Zumindest wurde es von Rooster Teeth als Easter Egg gewertet. Sagen wir... ah, hier sind wir jetzt. Okay. Dann, was gibt's denn noch? Irgendwas in the fridge? Nein, nicht entdeckt. Was? Hin und wieder hat ein Goliath eine gute Idee. Was? Was für ein Goliath? Ist das hier ein Banditendings? Weil wenn ja, dann gehe ich da mal durch. Warte, nee, das war hier um die Ecke. Was war das denn? Hin und wieder hat ein Goliath eine gute Idee. Ich weiß voll nicht. Da ein Goliath. Vielleicht muss ich einen Goliath killen, damit ich das hinkriege. Und, ja. Gut, hin und wieder hat ein Goliath eine gute Idee. Zum letzten Mal, Crank. Ich habe die Waffen zu deinem Bruder in the fridge geschickt. Klar? Du gibst mich hin? Gut. Aber wo ist Waffenladung? Ich habe es dir doch gerade erklärt. Crank vergessen. Du noch mal sagen oder Crank nehmen Helm ab. Okay. Dann müssen wir jetzt in die andere Richtung weiter und dann wollen wir uns mal das Waffenversteck holen. Warte, zählst du als Zwerg? Oh, du zählst als Zwerg. Sehr gut. So, machen wir den da auch nochmal kaputt. So, nee, du bist ein Field. Warte, du zählst nicht als Zwerg. Verdammt. Mistviech. Oh, und ich liebe die Bewegungsgeschwindigkeit, die wir beim Kill kriegen. Das gefällt mir. Ich würde am liebsten die ganze Zeit extrem schnell rennen. Würde ich die ganze Zeit nur in einem Kreis laufen und dann voll kotzen. Ach so. Das ist natürlich geil, dass ich jetzt hier schon durchgerannt bin. Denn jetzt sind hier gar keine Gegner mehr. Wobei doch, vielleicht respawnen ein paar Zwerge. Na, oder auch nicht. Waren das denn hier alles Zwerge? Ne, das waren alles Psychos. Warum soll ich denn 10 Zwerge killen? Was gibt das denn, wenn ich die 10 Zwerge töte? Steht das da auch? Nö. Keine Ahnung, ich glaube, das gibt nur ein bisschen extra Geld. Könnt ihr mir das mal bitte sagen? Was bringt es, wenn ich die Zwerge, also wenn ich die optionale Mission mit abschließe? Denn ja, irgendwie wird das ja jetzt nichts, ne? Säubere Eis. Sauber. Sauber, sauber. So, und... du hast Cranks Waffenversteck gefunden. Oder wie Crank es vielleicht eher ausdrücken würde, du gefunden, Bang Bang Waffenbox. Du, wo du hast brauchen für Belohnung. Warum habe ich das mit dem Russe ausgesprochen? Gewohnheit. Ach du meine Fresse! Holy shit! Okay, Granate, 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 Granate. Geschütz. Alter, ein Riese! Und tot. Warte mal, wie viele EP hat er jetzt gegeben? Ich habe da nicht drauf geachtet.
Also ich habe nur einmal 27 EP gesehen und ich hoffe nicht, dass das von dem war. Wow. Toll. Iridium. 2 verschwendet. 3 verschwendet. Oh Gott. Oh, macht die viel Korrosionsschaden. Oh, wir haben einen Ersatz für die andere Waffe gefunden. Yay. Meins? Oh, und geil. Sogar eine E-Tech-Waffe. Eine E-Tech-Waffe. So, und was ist das hier? Noch ein Raketenwerfer. Hey, wir haben ja nicht genug, ne? Gut. Oh, die gefällt mir. So, auf. Zurück nach. Wohin geht's denn jetzt? The Holy Spirits oder Wildlife irgendwas. Nein, nicht ins Wildlife, da ist nämlich die Hauptmission. Also geht's in The Holy Spirits. Erreiche den toten Briefkasten. Was? Arme? Muss ich hier wieder Arme transportieren? Das hatten wir doch schon. Achso, das ist ein Mod. Okay. Den will ich nicht. Oh, aber wie viel Korrosionsschaden. Oh. Warte, hier geht's gar nicht lang. Warum geht's hier nicht lang? Wo geht's hier lang? Wie hoch geht's? Toll, jetzt müssen wir wieder auf den Aufzug fahren. Na, ich liebe es, wie sich das Ding dreht. Wir bräuchten Fahrstuhlmusik, das wäre doch mal was Angenehmes. Das hätten sie einbauen können. Immer wenn man so einen Aufzug nimmt, so eine schön beruhigende Fahrstuhlmusik. Bisschen Death Metal oder so. Nein, ich höre keinen Metal. Oder? Höre ich Metal? Ich weiß es gar nicht. Ich höre Musik und mehr weiß ich nicht. So. Fuck. Wo bin ich hier? Hier lang. Oder? Kann ich da lang? Nee, da ist irgendwie nicht auf. Aber doch, da geht's auf. Was höre ich denn in letzter Zeit? Nee, das ist kein Metal. Aber sonst, Avenged Sevenfold höre ich ab und zu. Oh Gott, nicht runter! Fuck, doch runter. Ha. Hui. Und ja, Avenged Sevenfold ist, glaube ich, schon ein bisschen metallerer. So, die kam weg. Die müssen wir behalten, die behalten wir auf jeden Fall. Die hier behalten wir auch erstmal. Dann vergleichen wir erstmal gleich die ganzen Raketenwerfer, die wir haben. Drecks Explosivschaden. Geht weg, ihr Kack-Explosivwaffen. Ich hasse euch. Mal 13. Ja. Verbraucht 2 Schuss pro Muni pro Schuss. Hat 2 im Magazin und feuert so schnell, wie ich abdrücken kann. Nee. Sowas verkaufe ich aus Protest. Weil es einfach dumm ist. So, ein Klassenmod für nicht für mich. Eine Granate mit Explosionsschaden brauche ich nicht. Eine Implosionsgranate, die direkt explodiert. Träume werden wahr. Und die einfach mal in allen Werten, na fast allen Werten, besser ist. Im Einwase gleich. Weg. Warte, nein, die macht hier keinen Brandschaden. Egal, die macht höllisch viel Schaden. Das heißt, die tötet eh. Warte, warum habe ich nicht die mit dem Bombblitz genommen? Das würde 5000 Schaden machen, aber dann müsste auch jeder einzelne treffen. Das ist doof. Und du kommst weg. So, und das hätten wir jetzt. Shit top. Wo ist hier ein Schnellreise-Dings? Na okay, dann fahren wir halt hier hin. Gehen wir halt hier hin. Fliegen wir halt hier hin. Keine Ahnung, wie der da hinkommt. So, dreimal dürft ihr raten, was ich gerade gemacht habe. Nein, die Hand war nicht in der Hose. So. Ach nee, dieses Kackdings. Egal, gegen die kleinen Kackviecher haben wir ja jetzt was, ne? Oh, fuck, ich wollte doch die Raketenwerfer mal kontrollieren. So. Nein, nimm den mal raus. So. Welcher von den beiden ist besser? Der macht mehr Schaden, weniger Zielgenauigkeit, viel mehr Nachladen. Okay, also ist der hier besser. Und von den beiden ist es... Ah, ich weiß nicht. Ich meine, nochmal mehr Schaden. Höhere Genauigkeit, höhere Feuerrate. Ja doch, dann ist der hier am besten. Und sieht am schönsten aus. Und warum heißt der jetzt mollig warm?
Wisse und das lädt schnell nach. So. Halb tot? Dann zack, zack. Ordentlich Geld. Bald haben wir die 100k. Und jetzt wollen wir nach. Ich weiß gar nicht, wohin. Hier hin, okay. In die Higelands. So, und jetzt auf nach. Da ist das Haus wieder. Was sehe ich denn da? Egal, machen wir das einfach mal, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Denn wir sind ja einfach nur ein kleiner Roboter, der einfach alles macht. Ne? Wo waren das noch? Ah, das war ein Bioshock. Would you kindly... To this, to das. Und er hat es einfach immer gemacht. Aber man hatte ja auch keine andere Wahl. Das war der rote Faden des Lebens, der, wenn die Welt untergegangen ist, vor ein paar Tagen schon geendet hat. Oh, wow, wow, wow. Guck mal auf die Karte. Oder guck mal auf die Minimap. Oben rechts. Oh, Katze. Auf den Stuhl zu springen. So, da sieht man es gut so im Fenster. Das Ding scheint ein bisschen größer zu sein als nur dieses bisschen hier. Oh, zocken. Und... Oh! Ich will drei Borderlands-Symbole. Fuck man, das war so knapp. Okay, und schon bin ich spielsüchtig. Yay, grüne Waffe. So, tschüss. Und schon nicht mehr. Hier oben hin. Soll ich oben hin? Ja, soll ich. Geh weg. Wo ist denn hier? Ach, da ist einer. Das ist aber kein toter Briefkasten. Du hast einen toten Briefkasten der Hordangs gefunden. Nun wird es Zeit für ein bisschen Gewalt. Herzen, Sterne und Hufeisen. Die Sephirs haben irgendwo hier in der Gegend ein geheimes Geld versteckt. Wir wissen aber nicht, wo genau. Ihr Geldbote verlässt ab und zu die Sephird Bar. Pa will, dass du ihm folgst und dann das Versteck ausraubst. Aber halte Abstand zu ihm. Kann ich gut. Erspähe den Leprechaun. Ah, ich wusste es doch, dass das so kleine Viecher sind. Wo bist du? Wo bist du, du Kleiner? Achso, der ist schon weiter. Okay, dann müssen wir jetzt hier durch. Und, warte, ich kann mir nochmal drehen. Hui, und Geld. Geld! Gib mir Geld, gib mir Geld. Ah, Geld. So ein dummes Ding. Hallo. So, und jetzt machen wir schon auf, keine Ahnung, Deus Ex. Einfach... Sneaky, sneaky. Wir rauben den jetzt einfach komplett aus, ne? Warum, helfen wir jetzt den Hordangs? Ist doch von den Hordangs, oder? Das ist ihr Geldbote. Folge ihm zum Geldversteck, aber komm ihm nicht zu nahe. Folge unbemerkt den Geldboten. Verdammt, ich bin verfolgt worden. Oh. Er hat dich bemerkt. Jetzt findest du das Versteck nie. Verdammt. Ja doch, ist doch nur ein Weg, den ich laufen kann. Ich dachte, ich dürfte schießen. Die Sephirs haben irgendwo hier in der Gegend ein geheimes Geld versteckt. Wir wissen aber nicht, wo genau. Ihr Geldbote verlässt ab und zu die Sephird Bar. Pa will, dass du ihm folgst und dann das Versteck ausraubst. Aber halte Abstand zu ihm. Hallo, ich bin noch da. Das ist ihr Geldbote. Folge ihm zum Geldversteck, aber komm ihm nicht so nahe. Okay. Nicht so nah, Mensch. Aber ich schleiche doch. Hey. Die verdammten Hordangs versuchen schon seit Jahren... Es gibt